Das kam gerade für dich. Frohe Weihnachten. Danke. Amy, bist du der Weihnachtsmann? Die sind aus meiner Heimat, Snowy Oak. Was? James Hunt, warum hast du die Weihnachtsparty abgesagt? Komm schon, das ist die zauberhafteste aller Weihnachtsfeiern. Wir besorgen einen Baum und einen Weihnachtschor. Wir haben kein Geld, Amy. Hat sich viel verändert. Warum hat mir niemand was gesagt? Damit du deine Karriere aufgibst, um hierher zurückzukommen? Das hätte mir deine Mutter nie verziehen. Wir sind reich an Vermögenswerten, aber einkommensschwach. Die Dinge mögen sich ändern, aber das hier bleibt immer dein Zuhause. Ich weiß, ich habe dir wehgetan, als ich ging. Die Ranch hat ein wenig von ihrem Zauber verloren. Noch eine Woche bis Weihnachten. Genug Zeit, um mit dem Chor zu proben, die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen und einen Baum zu besorgen. Ja! Ich habe Juniper lange nicht mehr so glücklich gesehen. Was ist zwischen dir und Junipers Mutter passiert? Es hat einfach nicht funktioniert. Wie machst du das? Du machst aus allem etwas Magisches. Diese Wirkung hatte sie schon immer auf dich. I can hear the sleigh bells ring. Wir sehen uns, Charlie. Wie findest du's? Jetzt kann Weihnachten kommen. Schön, wieder eine Familie im Haus zu sehen. Ich war hier mal so glücklich. Sie liebt dich immer noch, James. Sag bloß, du hast ihr noch nicht erzählt, was du empfindest. Es ist kompliziert. Lass sie nicht entwischen. Nur du kannst entscheiden, was du tun willst. Du bist praktisch Teil der DNA dieser Ranch. An Weihnachten passieren magische Dinge. Und jetzt bist du hier. Du musst nicht aus Snowy Oak weggehen. Mein Herz hat nie jemand anderem gehört als dir.